Welches Bewerbungsverfahren haben Sie durchlaufen und wie haben Sie den Bewerbungsprozess erlebt? Ich habe mich damals direkt nach dem Abitur bei Bertrand beworben zum DH-Studium. Habe davor ein Praktikum gemacht und nach einem relativ kurzen Bewerbungsgespräch hat man sich dann zeitnah dazu geeinigt, dass ich hier das Studium bei Bertrand tätigen darf. Da ich ja hier meine Ausbildung bei Bertrand schon erledigt habe, bin ich damals über ein Assessment Center in die Firma gekommen und habe da verschiedene Aufgaben wie Präsentation und Einstellungstest und ein persönliches Gespräch gehabt. Ich wurde zweimal eingeladen, das erste Mal zu einem kleinen Assessment Center. Dort gab es eine kleine Selbstvorstellung, eine Gruppenarbeit und ein kurzes Einzelgespräch und beim zweiten Mal dann ein längeres Vorstellungsgespräch. Ich wurde zuerst zu einem Assessment Center eingeladen. Das bestand dann aus Gruppenarbeiten und einem ganz kurzen Vorstellungsgespräch. Anschließend wurden wir dann noch zum Einstellinterview eingeladen. Das war dann so circa 2 Wochen später. Und danach kam es dann zur Einstellung. Ja, ich habe das klassische Bewerbungsverfahren. Ich habe die Stelle im Internet entdeckt, habe mich dann per E-Mail beworben, wurde dann auch relativ schnell zum Bewerbungsgespräch eingeladen und kam eigentlich schon auf den Parkplatz und habe gedacht, hier möchte ich arbeiten. Also ich habe mich online beworben, wie das heutzutage so klassisch im Prinzip bei fast jedem großen Unternehmen ist. Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch. Und dann verging eine gewisse Zeit, bis ich dann Bescheid bekommen habe. Das war so relativ, für den Bewerbenden stressfrei, durchsichtig und ging relativ schnell. Es war ein sehr offenes und sehr freundliches Gespräch. Es war auch nicht so, dass sie mich mit Fragen jetzt traktiert haben, so mal, wie man es vielleicht von anderen Bewerbungsgesprächen kennt. Und habe relativ schnell ein Feedback bekommen und habe dann mein Praktikum hier gleich angefangen. Und es hat dann so super gepasst, dass ich dann auch für die Ausbildung übernommen wurde. Die wichtigsten Tipps für eine Bewerbung bei Bertrand sind, sich auf jeden Fall mal zu bewerben. Beim Bewerbungsgespräch ein sauberes Auftreten und dann einfach natürlich bleiben. Sich einfach ganz natürlich zu geben. Erstmal vollständige und gute Bewerbungsunterlagen, würde ich sagen. Auch gerne mal anrufen, dass man gleich den persönlichen Kontakt herstellt. Vor allem eine innovative Bewerbung, die vielleicht auch ein gewisses Maß an Interesse in Automobil- bzw. Technik bietet. Sich im Vorfeld ein wenig über das Unternehmen schlau zu machen, um hier auf die Fragen gut reagieren zu können. Am besten vorher in den Fachbereichen sich informieren, was überhaupt die Tätigkeiten im Einzelnen sind, um dann keine Überraschungen zu erleben. Sich vorab sehr gut zu informieren, in welchem Bereich man möchte. Eine aussagekräftige Bewerbung zu senden. Und dann einfach nur sich selbst zu sein.